Hallo und herzlich willkommen zurück an diesem lauschigen Freitagabend im November zu Mad Medicine Man streamt Nomi Factory. Ich habe ein kleines Ziel für heute ausgesucht, und zwar, dass wir heute zumindest Deuterium anfangen zu verarbeiten. Oder erstmal bekommen, das wäre ja auch schon mal was. Das heißt, nichts wie ins Game. Wir sind gerade noch zu Hause und müssen für Deuterium einmal fix, ja, ganz kurz warten, bis alles aufgebaut hat. Ich bin auch ganz frisch reingestartet. Schon mal den Nomi-Dollar wegpacken. So, jetzt müssen wir nochmal schauen. Für Deuterium, das brauchen wir ja hier für die Microversium-Ingots. Dafür brauchen wir Deuterium. Das Deuterium kriegen wir aus einer LV-Zentrifuge 10 Sekunden aus Moondust. Und 100 Millibucket pro, und wir brauchen für einen... Für zwei Ingots brauchen wir 100. Wie viele Ingots werden wir denn brauchen? 4 Controller. Das sind jeweils 8 für einen Block. Okay, ja, beziehungsweise 4 für 2. So, und die brauchen wir für den Basic Microverse Projector. Und dafür brauchen wir 15. Also 16 ist die ganze Zahl. Oder sie ist die gerade Zahl. Das heißt... 16 ist die gerade Zahl, 2 pro, oder beziehungsweise 4 für einen, können wir auch so rumrechnen. Wir brauchen 20, wir brauchen ja noch 4 hierfür, macht 20, das heißt 4 pro sind 80. Insgesamt brauchen wir 80 Ingots Microversium, das heißt wir brauchen 80 Moondust, mindestens. Das heißt, wie viel Sauerstoff haben wir noch? Nicht mehr so viel, das heißt ich springe mal ganz kurz in unseren AI-Hub. Oh, du hast keinen Strom mehr. Das ist schlecht. Warum hast du keinen Strom mehr? Ach, ich weiß warum. Ja, naja, ich weiß warum. Ich habe gestern vorm Einschlafen habe ich noch gedacht, du musst dran denken, dass du hier noch wieder die Powerbank, die Gefäßerbank hinpacken musst. Du hast keinen Strom mehr. Ja. Ich habe vor allen Dingen kein Dings dabei. Ich habe vor allen Dingen kein Jetpack dabei. Das wäre ja jetzt fast gut gegangen. Hier unten fehlt nämlich die Capacitor Bank. So, die brauchen wir ja nicht mehr. Plopp. Jetzt muss ich einmal gucken, dass die noch richtig konfiguriert ist. Müsste sie aber eigentlich. Output, Output, Output. Jo, passt. Sehr gut. Jetzt müssten wir auch gleich wieder Strom haben. Ja, sehr gut. Ich stelle mich ja einmal ganz kurz auf die Gasplatte. Zack, Sauerstoff wieder voll. Und dann springen wir noch einmal auf den Mond. Dafür haben wir hier unseren praktischen Teleporter. Warten. Ah ne, wir sind schon da. So, dann muss ich hier einmal irgendwo hin, wo... Ach, man kann so schön hochspringen. Einmal hier irgendwo hin, wo wir den hellen Moon-Turf haben. Oder den Moon-Turf, vielmehr. No, und dann bauen wir hier mal ein bisschen was auf. Na, du mal, das sind ja schon mal 17. Und ich weiß, es ist gerade sehr dunkel. Das tut mir auch ein bisschen leid. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Ich kann mal wieder drüben auf Twitch mehr sehen, als ich auf meinem Bildschirm selber. Ich glaube vielleicht, es könnte sein, dass das Deuterium-Ziel vielleicht sogar ein bisschen niedrig gesteckt war. Vielleicht kommen wir sogar weiter. So, das sollte ja eigentlich mal reichen. Übrigens unsere Rakete immer noch in der Gegend rum. Plonk. Und zurück. Kurzer Ausflug. So. Den Cobblestone packe ich mal weg. So, jetzt muss ich noch ganz mal gucken. Aus dem Moon Turf. Dark Moon Turf. Kann der irgendwas? Achso, aus dem kann man auch Moondust machen. Na gut. So, in einer HV, in einem HV-Macerator ist das 1:1. Wir brauchen ungefähr. Das ist ja furchtbar. Haben wir Armor Stands? Wir haben die normalen Minecraft Armor Stands, ne? Na gut. Besser als nichts. Weil ich nämlich ganz dringlich wieder mein Jetpack brauche, sonst werde ich wahnsinnig. Und das müssen wir hier gleich mal abreißen. Wo ist denn der Rest? Jetzt sind da. Jetzt hat er die angelegt. Nee, du solltest die nicht anlegen.
Nein, hör doch auf. So. Und wir nehmen wieder unsere Darksteel Boots und unser Jetpack und können wieder fliegen. Na, Gott sei Dank. So, und ich wollte hier. Zu weit. Ich wollte hier in den Macerator jetzt den Moondust reinschmeißen, aber da, wie wir sehen, ist alles voll mit Redstone. Kacke. Tja, und jetzt? Der musste ja vor allen Dingen nochmal durch. Na, ganz große Klasse. Das habe ich mir ja gut überlegt hier. Voilà. Und dann hau ich jetzt einfach mal hier den, priorisiere ich mal den Moonturf. Was mache ich jetzt mit dem Netherrack das? Was soll ich damit jetzt anstellen? Noch mehr Crushed Redstone Ore. Wir könnten natürlich auch einfach mal hier so einen Sack voll nehmen. Einfach hier reinschmeißen. Ich habe ja auch noch so viel Apatit, ne? Das musste ja auch noch mal. Ja, das musste auch alles noch mal durchmasseriert werden. Ach du je. Ach du je. Ich wollte da mal einen Counting-Item-Filter machen. Damit wir unten in dem Generator, der Dampf herrscht oder den Dampf zur Verfügung stellt, damit wir da mal dauerhaft immer ein Stück Kohle drin haben. Mindestens. Das habe ich aber auch noch nicht gemacht. Weil hier regelmäßig hinlatschen und irgendwie das machen, ist auch ein bisschen nervig. Habe ich eine Zentrifuge hier irgendwo? Wir könnten mal eine Zentrifuge basteln. Wir könnten vor allem mal eine bessere Zentrifuge basteln. Was kostet denn eine Hafer? Zentrifuge. Fehlen nur die Motoren und der. Die sind ja Gott sei Dank nicht so teuer, die Dinger. Und die Maschinenhalle, haben wir davon genug? Yes, haben wir. Sehr gut. Dann basteln wir nämlich einfach mal eine HV-Zentrifuge. Damit die ein bisschen schneller ist. Mal das hier. Zack. So, und den Moondust. Den hauen wir dann nämlich hier rein. Und du machst daraus nämlich relativ zügig Deuterium. So, Stream-Ziel fertig. Stream beendet. Nein, Spaß. Bisschen streamen wir schon. Questbuch. Da. So, wir haben Deuterium. Ah ja, ich habe fast vergessen, dass wir das ja auch brauchen für den Quantum Flux. Wir sind tatsächlich mega hart oder mega nah an den Micro-Minern. Also wirklich, es ist nicht mehr weit. Es ist echt nicht mehr weit. Wir müssen jetzt sozusagen nur. Ach, dafür brauchen wir einen HV Energy Hedge. Wir müssen einen HV Energy Hedge basteln. Gut. Basteln wir einen HV Energy Hedge. Wir müssen ja sowieso eins basteln. Ach so. So, das brauchte diese L-Picks, einmal Goldkabel und eine High Voltage Coil. Und die High Voltage Coil ist Fine Silver Wire. Die haben wir sogar schon, die L-Picks. So, das heißt für eine. Was fliegt denn um diese Uhrzeit da über mein Haus? Oh je. Huch. So, HV Energy Hedge. Das haben wir. Einfaches Gold. Eigentlich haben wir alles, ne? Wir brauchen nur so eine blöde Fine Silver Wire. Fine Silver Wire. Machen wir mal einen halben Stack. Dann machen wir gleich mal zwei davon. Magnetize Iron Rod. So. Ich hau hier gleich mal noch ein bisschen was hinterher. Ein bisschen Deuterium brauchen wir ja. Hau das mal hier zusammen in den Assembler rein.
machen wir jetzt bitte nicht, dass wir. Ich setze mir das jetzt mal hier, bevor ich wieder fünfmal suche. Braucht das einen besseren Assembler? Ja, natürlich braucht das einen HV-Assembler. Ja, ganz tolle Kiste. Hm. Warum denn? So ein Quatsch. So, und dann brauchen wir für das Energy Hatch, ich hab's noch gerade hier gesucht, brauchen wir natürlich auch noch einen HV-Assembler. Da komme ich eigentlich nicht außen rum, noch einen HV-Assembler zu machen. Uff, zwei Conveyor Modules. Zwei. Nein, nicht 1024. Zwei Conveyor Modules, zwei Robotic Arms. Ich hoffe, wir haben da noch alles. Ja, muss ja nur halt Circuits craften, wird also eine Weile dauern, brauchen wir aber sowieso noch. Oh je, das wird dauern. Wir kommen ja um den HV-Assembler im Endeffekt nicht rum. Tja, Chat, was geht bei euch so? Was macht ihr Schönes? Wie verbringt ihr euer Wochenende? Ich weiß, mein Wochenende wird auf Arbeit stattfinden. Deswegen bin ich heute tatsächlich auch eher kurz mit dem Plan für den Stream. Aber manche Leute müssen auch am Wochenende arbeiten. Kommt man nicht drum rum. So, wie sieht's bei dir aus? 12. Also ein ganz kleines bisschen wird es dauern, bis wir alles haben. Ach, das eigentliche Problem, was mir gerade einfällt, ist, wir bräuchten theoretisch, bräuchten wir einen extra Blast Furnace, der halt nicht mit Nitrogen befüllt wird, sondern der mit Dings befüllt wird. Das heißt, jetzt war wieder die Frage, wie sah das mit Kanthal nochmal aus? Wenn wir genug Kanthal machen, könnten wir auch endlich einen besseren Blast Furnace machen. Dann würde ich sozusagen einen extra Blast Furnace aufstellen und den dann gleich mit besseren Coils verpacken. So, wir brauchten dafür mehr Kanthal. Und Kanthal entsteht aus Kanthal, das ist mir schon klar. War das Eisen, Aluminium und Chrom? Ja, tatsächlich Eisen, Aluminium und Chrom. Na, das haben wir ja eigentlich alles. In den gleichen Teilen. Wie viel Chrom haben wir denn? Wir sind ja meistens limitiert durchs Chrom. Habe ich noch irgendwo mehr Chrom, um zu fliegen? Hier schon mal nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Habe ich mich letztens darüber gefreut, dass ich irgendwo viel Chrom hatte? Wo ist das denn schon wieder, das ganze Chrom? War da nicht was? Habe ich nicht irgendwie Alu... Wollte ich dann nicht was elektrolysieren oder so? War da nicht was? Das war, habe ich glaube ich schon gemacht, ne? Tja, schade. Sehr viel Zink, das. Das ist jetzt ja blöd. Na gut. Ach ja, dann müssen wir wohl das Chrom nehmen, was wir drin haben. Ich würde ganz gerne tatsächlich aber einen Stack haben. Das heißt, wir brauchen nochmal 7 Chrom, die wir klein schroten. So. Das schroten wir nochmal klein. Dann nehmen wir einen Stack Eisen das, einen Stack Aluminium das. Und dann müssten wir tatsächlich auch technisch gesehen genug Kanthal haben, um das einschmelzen. So, jetzt möchte natürlich Bitdefender irgendwie ein Update und einen Neustart. Danke. Nein, jetzt gerade nicht. Gerade beschäftigt. So, ich habe den Rest, das heißt hier Chrom nicht mitgenommen. Ich depp. 62 kann ich. Und zählen kann ich offensichtlich auch nicht. Lop. Nee, in den Mixer. Und welches Setting war Kanthal? Ich gucke jetzt hier über nach. Im Mixer, Kanthal, Setting 1.
Oh, funktioniert doch, wenn man den auch hier reinlegt. Okay. Ich dachte, man muss den immer da reinlegen. Okay. Ich habe wieder was gelernt. So, da macht er jetzt fröhlich Kanthal. Dann müssen wir 3 Stacks Kanthal da rauskriegen, wenn ich jetzt nicht falsch bin, ne? Ja. Die müssen wir dann halt nur noch in die Blast Furnace packen. Und dann haben wir theoretisch genug Kanthal, um unsere Coils zu machen. So, dafür können wir ja schon mal... Wir brauchen 16 Kanthal Coils. Und 16 Kanthal Coils. Ich brauche mal einen Rechner. So, 16 Coils mal 8 Kabel pro. Das ist 128 mal 2. Wir brauchen 256 Kanthal, weil das ist. Ah, nee, das. Nee, 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 nee. 128 Kanthal brauchen wir. Es ist ja nur. Sind ja zweifach Kabel, also ein pro. Kann ich Aluminium Foils? Habe ich das schon auf Autocraft? Weißt du? Ja, oh, schlau. Mach mal. So, dann wie viel Kanthal habe ich auf Tasche? 96, also zu wenig. So, und dann muss ich nochmal gucken, MV-Assembler muss das sein. Dann MV-Assembler müsste ich ja vielleicht irgendwo noch rumzufliegen haben. Ach, das dauert. Was kann ich Schlaues in der Zeit anstellen? Wir könnten ja eigentlich schon mal das Kupfer dafür einschmelzen, ne? Wir könnten das Kupfer einschmelzen und wir brauchen auch hier 128 Einheiten Kupfer. Das sind 2 Stacks. Tu du mal bitte nicht Fluid Auto Output. Und stattdessen brauche ich immer meine Kiste. So, und dann packen wir nämlich hier. Ja, ganz toll. So, wo passen 128? Ja, guck mal hier, entspannt. Habe ich auch noch eine Distil Drum, und die müssten nämlich genau 100. Ne, da passen noch 64 rein. Oder ist das Alu? Eine Alu-Drum? 128. Das müsste... Nee, warte, das sind ja Buckets, nicht Ingots. Da müsste sogar eine normale Copper-Drum eigentlich reichen. Extract always active. Insert. Jo. Leg mal los. Dann bereiten wir zumindest schon mal vor, was wir brauchen dafür. Ah, ich brauche dann keinen. Selbst wenn ich habe ja, kann ja einfach den HV-Assembler basteln, den ich gerade sowieso noch bastle. Jetzt brauche ich Stainless Steel. Na toll. Da hatte ich den hier noch drin irgendwie. Ach nö. Verdammt, jetzt brauche ich wirklich noch. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass mir ein bisschen Platten, ein paar Platten fehlen. Ne? Nehmen wir jetzt einfach mal hier ein paar Platten raus. Machen wir mal die Mentalnotiz, dass wir mal wieder Stainless Steel brauchen. Was mich ein ganz kleines Stückchen ärgert.
Ach ja, so. So, jetzt gucken wir mal. Assembler. Nee, ich brauche nicht den. Ich brauche HV Machine Casing, brauche ich. So, Machine Hull brauche ich. So. Ach ja. So, jetzt müssen wir den Assembler ja eigentlich bauen können. War das ein Assembler, was wir gebraucht haben? Halt, ich gucke vorher nochmal nach. Wir brauchten das für die. Wofür brauchen wir das eigentlich? Ach ja, für die Energy Hedge. Genau, wir wollten die Energy Hedge basteln. Dafür brauchen wir den HV Assembler. Dafür haben wir jetzt alles. So, zack. Den nehmen wir mal hier wieder hinten hin. Mir noch ein bisschen Platz. So, der HV Assembler. So, und jetzt brauchten wir für die Energy Coil, Maschinenhülle, Goldkabel, ein LPG oder zwei? Zwei LPG, zwei Goldkabel und eine High Voltage Coil. Zwei Goldkabel. Eine Coil. Oh, guck mal, ich habe schon mal irgendwann anscheinend welche gemacht für irgendwas. Ne, eine. Dann brauche ich auch erstmal einen HV Assembler. Ein. Das ist eine Diode. Das ist die Maschinenhalle. Ja. So, was fehlt? Ah ja, das dieses komische Natrium-Kalium-Alloy. Mein Bucket. Das habe ich hier nämlich irgendwann mal ins System geschmissen. Und zwar irgendwie 48 Buckets, die ich bestimmt irgendwann brauchen werde. Nee. So, jetzt. So, und da haben wir unser schönes HV Energy Hedge. Sehr schön. Das war ein Quest, der uns nämlich noch gefehlt hat auch. So, und dann haben wir jetzt nämlich theoretisch die Voraussetzung hierfür. So, Microminers für ein Microverse. Für Ores Gems und Sachen wie Radiumsalz und Naquadadas. Oh, jetzt muss ich mal gucken. Was ist das denn alles, Herrgott? Europium-Trinium-Enriched Naquadardust. Oh, Grains of Infinity, Grains of Innocence, Grains of Pisiality, Pulsating Iron und Neptunium. Na sieh. So, Naquadardust. Kommt woher? Aus, ja, bla 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 bla. Naquadahydroxid, Trinaquadalloy. Okay. So, aus Naquadaor. Und das Naquadah Ore bekommen wir die normale Variante über hier 5 Microminer. Stabilized Plutonium. Oh Gott, wo soll das denn herkommen? Und dann. Uiuiuiui. Und dafür müssen wir Plutonium prozessieren. Alter, wir werden dann ja mega große. Uff, dann werden wir ja unfassbar große Anlagen bauen, die entweder Plutonium über Fusion produzieren oder wahrscheinlich erstmal Fission, also Spaltung. Uiuiuiuiuiui, das kann ja noch spaßig werden. So, und wir brauchen das Ganze jetzt ja hier auch, weil wir hier ja noch die Dings machen wollten, weil wir hier ja auch die Kanthal Coils machen wollten. So. Ich schmeiß das Kanthal jetzt erstmal rein, dass er erstmal arbeiten kann. Und dann haben wir gesagt, brauchen wir insgesamt 128 Kanthal. Ist meine Frage, kann ich die normalen Kanthal auch in einem ganz normalen Wireable machen? Ja, das ist ein ULV-Rezept. Sehr gut.
Guter Soundtrack mal wieder. Das Ammoniak kann ich jetzt mal wegnehmen, das Methanol brauchen wir auch nicht mehr. Den Wutvinegar kann ich auch wegnehmen, da haben wir uns ja dagegen entschieden, das darüber zu machen. Tada! Mehr Kantal. So, dann, wie sieht's hier vorne aus? Ui. Bist du fertig? Du bist fertig, okay, das war alles, was wir brauchten. Das heißt, theoretisch haben wir jetzt alles, was wir brauchen an, an Kupfer. So, du machst hier bitte nichts. Hier bitte nur Insert. Hier bitte Extract. Oh, ist active. So. Können wir da ja zumindest schon mal die Alufolie reinschmeißen. Alufoils. Zwei Stacks. Und wir können den, ach, ich weiß, was wir machen können, während das Kantal craftet. Wir können den Rest craften, den wir für einen Electric Blast Furnace brauchen. Das können wir tatsächlich machen. Remind me, was brauchen wir dafür? Wir brauchen Hatch. Und zwar. Boah, erstmal LV Maschinenhülle. Und zwar mindestens 4 Stück. So, und dann brauchen wir Hatch, LV. Input Hatch, Output Hatch, LV, wie heißen die anderen Dinger? LV, nicht Hatches, sondern, nee, Muffler Hatch brauchen wir auch noch, das ist richtig. Dann kann man nur craften den Muffler Hatch, das ist ja, also klar, dass man den craften kann, das ist schon richtig, aber wie heißen die Dinger denn? Nicht Hatches, sondern. Glaubst du, ich komme drauf? Da, hier, die Dinger. Bus. Nee, ich will eine ganz popelige normale Kiste. Bitte, danke. LV. Bus. Nee, nicht ULV. So ein und so ein. So, dann brauchen wir noch den. Maintenance, das haben wir, das wissen wir, das ist einfach nur einer im Assembler, also brauchen mindestens noch zwei davon. So, einer geht in den Assembler und aus dem anderen müssen wir noch einen Muffler Hatch craften. Muffler. Dafür brauchen wir einen LV-Motor. Was brauchen wir? Wir brauchen nur den LV-Motor. Den ich hoffentlich auf Autocraft habe. Ja, haben wir. Gut. Muffler. Und dann brauchen wir noch das Maintenance-Hatch und dafür brauchen wir einen Assembler. Ah ne, warte mal. Geht das hier? Theoretisch. Ich glaube, wir brauchen auch einen Chip, ne? Brauchen ein Chip auf A1. Hatte gerade kein Chip dabei. Hatch, so, Maintenance Hatch. Das ist das. Dann brauchen wir noch den EBV. EBV, nicht EBV, EBF. Electric Blast Furnace. Dafür brauchen wir einfach nur noch drei. Habe ich, was? Wollte schon sagen. So, den EBF. Zack, ich hätte jetzt auch, glaube ich, einen klauen können, aber. So, und dann brauchen wir noch
Heatproof Invert Casings. Und zwar brauchen wir dafür theoretisch 9 und 9. Minus 4 für die Hatches und Buses. Also wir brauchen 18, minus 4 sind noch 14. 13 minus den Maintenance Hatch, 12, wenn wir den Muffler Hatch noch mit einrechnen, und 11, also 11 Heatproof Invert Casings. Das heißt, wir brauchen noch, jetzt sind wir wieder an der Stelle, wo die Soundglitches sind im Song. 11 minus, ich muss ganz kurz mal weiter, das treibt mich ja insbesondere auf den Kopfhörern in den Wahnsinn. So. 11 und 4 haben wir schon, das heißt, wir brauchen noch 7 nach Adamoris, also machen wir 8. 8 mal 6 Invar sind 8 mal 6 sind 48, das heißt, ich brauche 48 Invar Platten. Ja. Das wird dauern. Haben wir noch ein bisschen? Ja. Also A brauchten wir 48 Platten und dann brauchen wir noch einen ganzen Haufen was für die anderen Sachen. Aber das ist doch eine gute Verwendung unserer Zeit, dass wir einfach die Zeit schon mal nutzen, um die Sachen für den EBFF zu craften. Das hätte ich nämlich sonst voll vergessen. So, du bist gleich bei 48, perfekt. Das ist alles, was wir brauchen. Dann schmeiße ich die hier schon mal rein für die Platten. Zack. Und du hast ja bestimmt schon einen ganzen Haufen Kanta jetzt gemacht, oder? Ja, über den Stack. Ja, ich weiß, es ist heiß. Yeah, dann sind wir nämlich richtig produktiv heute und dann können wir theoretisch gesehen vermutlich schon die ersten Dings noch machen, die ersten Microversium-Blöcke oder Ingots, nicht Blöcke. Nee, falsch, hier. So, dann gucken wir mal hier nochmal rein, was das Invar sagt. So, und dann brauchen wir ja noch EBF. Brauchen wir jeweils noch einen, so einen Heatproof Invar Blocks, Invar Casings. Brauchen wir jeweils noch einen Invar Frame. Und das sind jeweils 4, 4 mal 4 macht, nee. 4 mal 8, nicht so, nee, andersrum. 4 mal 8 sind 32. Invar, das heißt, wir brauchen noch 32. Das sind 16. So, und dann haben wir auch dafür alles zusammen. Und das ist eine Saw. Das ist keine Lathe. Das ist auch keine Lathe. Dies ist eine Lathe. So. Der kann schon mal weg. Und hier ist doch auch nichts drin. Das kann auch weg. Das auch. Und der linker kann auch erstmal weg. Den brauche ich auch ganz akut erstmal nicht. So, wie viel Kantal haben wir jetzt? Kann 117. Passt. Passt haben. Also wir müssen mengenmäßig zumindest schon alles haben, was wir brauchen. So, dann ziehe ich jetzt mal 32 Invar-Stangen hier noch raus. So, passt. Zack. Die machen wir jetzt noch zu diesen Kästen und dann können wir die Kästen verarbeiten zu. Ah, brauchst du tatsächlich nur so. Na gut, und dann können wir die Kästen und die Platten noch verarbeiten zu den Heatproof Casings. Zusammen hiermit, so.
Müssten genau 8 werden. Ja gut. Setting 6, das weiß ich noch. Jetzt. Vor ganz kurz habe ich an mir gezweifelt. Ich glaube, ich habe mich verrechnet, ne? Kann das sein? Ja, na sicher habe ich mich verrechnet. Na gut. Ich habe ein paar mehr gemacht. Auch nicht weiter wild. Es wird nicht unser Schaden sein. Jojo. So, jetzt warten wir noch so einen ganz kleinen Moment auf das Kantal. Da. Jetzt müssen wir genug Kantal haben, ne? Wenn ich mich nicht verrechnet habe. So, dann nehmen wir jetzt einfach mal 2 Stackies raus davon, machen daraus Kantal Wire. Nicht in die Plattenmaschine stecken, sondern in die Wiremill stecken. Ja, und dann müssten wir gleich alles haben. Müssten wir gleich hier noch ein EBF aufbauen können. Den packe ich jetzt aber auch einfach hier hin. Ach, ich brauche noch die Energy. Ich habe die Energy Hedges vergessen, fällt mir gerade auf. Ich könnte da theoretisch auch das HV Energy Hedge einfach reinpacken, ne? Aber dann müsste ich einen, dann müsste ich hier einen HV-Anschluss basteln. Darauf habe ich auch wieder keine Lust. Dann bauen wir einfach 2 MV Energy Hedges. Ach, waren die ätzend? Die waren mäßig ätzend. Dafür brauchen wir noch. Eigentlich brauchen wir auch nur noch die Copper Cables dafür. Hopper. Mach mal bitte. So, genau andersrum jetzt mal gebastelt. Ach, du fängst jetzt natürlich erst an, Kabel zu machen. Ja, ganz toll. Die Kabelmaschine ist natürlich gerade beschäftigt. Nee, bist du schon fertig? Bist du schon fertig? Meine Güte. So, jetzt haben wir hier zweimal so. Machen wir einfach mal so. Zack, zack. Müssten 2 Stacks sein. Perfekt. Hupballer. So, den schmeißen wir jetzt alles hier rein. Und theoretisch müsste er jetzt exakt 16 Foilblocks machen, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Aber wie wir gerade gesehen haben, das mit dem Verrechnen ist so eine Sache. Eventuell möglicherweise. Ich muss ganz kurz mal zurück auf den Streamlabs-Bildschirm. Jetzt haben wir noch 2 traurige Ingots Kantal. Na gut. MV Hedge. Ah, verdammt. Habe ich noch ein bisschen Alu? Ja, komm, wir machen da jetzt einfach mal. Machen da jetzt einfach mal 4 von. So. Ganz kurz muss ich überlegen, welches das Richtige ist. So, dann machen wir noch MV Maschinenhüllen. Und jetzt müssen wir die Hedge basteln können, ne? Hedge, Dynamo Hedge, Low Voltage Transformer, NI Hedge, da. So, jetzt haben wir alles. Müssen wir wirklich alles haben. Hier nur noch die Coils. Das sieht gut aus. Das geht in die richtige Richtung. Das sollte sogar genau aufgehen. Sehr schön. Ah, ich liebe es, wenn der Plan aufgeht. So, wie sieht es hier eigentlich aus? Du bist nicht mehr am Arbeiten wahrscheinlich, weil du keinen Dampf mehr hast. Ne? Ja, genau das ist das Problem, was ich eben meinte. Aber die Counting-Item-Filters sind halt sehr teuer. Noch. Und deswegen habe ich davon noch nicht so viele gemacht. Aber ich habe mir die an ein, zwei Stellen irgendwo mal geleistet.
16. Perfekt. Upgrade your coils to level 3. Yes, Kantal Coil Blocks. So, und dann bauen wir jetzt ziemlich hier einfach. Machen wir uns das ganz einfach. So, zwei Energy Hatches, die basteln wir hier unten hin. Zack. Das brauche ich erstmal nicht. IBF. Da muss ein so ein Casing hin. So, dann machen wir hier vorne wieder Input, Output. Input, Output. Und noch so ein Casing hin. Cool. Komm. Danke. Mensch, dass wir das jetzt heute noch schaffen, das hätte ich ja jetzt nicht erwartet. So, das Muffler Hatch muss nachher hier oben rein. Zack. Achso, apropos Muffler Hatch, ne? Ah. Ich frage mich so ein ganz kleines bisschen, was das soll mit dem, ja, kannst halt Items rausholen, aber... Also ich weiß nicht, arbeiten die sonst langsamer, wenn man das nicht rausholt, oder... So, Maintenance Hatch packen wir jetzt mal dahin. Die Fluid Hatches packe ich auch nach vorne. So, das ist der Input Hatch. Das ist der Input Hatch, das ist der Output Hatch. Na komm. Zack. Wenn ich jetzt nicht alles falsch gemacht habe, müsste das klappen, oder? Ja, es klappt. Langsam werde ich richtig gut darin, die Multiblöcke zu basteln. So, und dann hoffe ich, dass ich irgendwie noch ein bisschen Alloy-Kabel habe. Ja, müsste reichen. Mir reicht nicht. Haha. Toll. Noch ein bisschen Alloy-Kabel. Nie mehr genug, aber davon kann ich wenigstens machen, ne? Natürlich nicht auf Autocraft. War ja klar. Ich brauche tatsächlich auch nur ein 16x-Kabel noch. Ach ja, ach ja. Ja, mega. Aber mega viel geschafft bisher. Voll die produktive Folge, meine Güte. So, jetzt müssen wir hier raus irgendwie noch Kabel zaubern. Einmal hier. Ja, einmal hier. Zack, 16-fach Superkontakter. Oh, nicht runterfallen. So, dann schnibbeln wir das jetzt hier noch ran. Und dann haben wir einen funktionierenden HV-EBF für heißere Sachen. Was fehlt noch? Irgendwas fehlt bestimmt noch. Softmail, Hardhammer, Crowbar. Crowbar, Softmallet, Hardhammer. Nee, das war eigentlich nicht, was ich wollte. Das war auch nicht, was ich wollte. Hör mal auf jetzt. Nee, das ist falsch. Das brätet uns durch. Der falsche Block war es auch noch. Eieiei, es geht zu Ende mit mir. So. Sehr gut. Das heißt, jetzt könnten wir theoretisch gesehen Microversio machen. Krass. Oh, das war falsch. So, muss ich ganz kurz mal gucken. Für Microversium brauchten wir Stahl, Glowstone, Redstone. Mhm. Wir brauchen Stahl das dafür. Und zwar 2 pro. So, dann haben wir gesagt, was brauchen wir? Wir brauchen insgesamt für einen Microverse Projector brauchen wir insgesamt 19, also 20 Casings. 20 Casings sind 4 pro sind 20 Casings, 4 pro Casing.
Sind 80, also 80 Microversium Ingots. Und hierbei entstehen aber 2, das heißt, wir brauchen 80 Stahldust. Okay, 80 Stahldust und gleiches Spiel wie vorhin. Und dann brauchen wir natürlich noch die entsprechende Menge an Deuterium. Das könnte aber tatsächlich sogar schon reichen. Das sollte eigentlich reichen. Wie viel ist das eigentlich pro? 100 pro. Okay, gut. Also ich glaube, die Menge müssten wir mittlerweile durchgebeutelt haben. So, und dann brauchen wir noch 40 Redstone, 40 Glowstone. Und dann haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Ja, ist ein Traum. Was ich nicht weiß, ob wir es schaffen, den ersten Miner noch loszuschicken. Also ich muss mal ganz gucken, wie sieht es denn da mit 5000 EU, 500 EU pro Tick. Das müssten wir, wenn wir das an einen normalen HV-Anschluss ranknödeln, eigentlich schaffen. Das sollte eigentlich gehen. Vielleicht schaffen wir es ja noch. Mal gucken, wie aufwendig jetzt der Dings ist. So, 64, das heißt, ich brauche noch 36 davon. Jetzt haben wir das alles hier. Bin ich tatsächlich froh, dass man das nicht vorher noch mischen muss. So, und dann brauchen wir noch Redstone, ein Stacky und Glowstone, Stacky. Und was haben wir vergessen? Richtig, das Deuterium. Hallo. Guten Tag, ich würde gerne das Deuterium mitnehmen. Zack. Geht nicht, weil. Aber hier noch Kupfer drin. Wo ist da noch Kupfer drin? Weil ich mich mit dem Kupfer anscheinend verrechnet habe. Gott, verdammt mich, das gibt's doch nicht. Wie kann denn jemand so schlecht in Mathe sein? Meine Fresse. Zu meiner Verteidigung, es war ein langer Tag. Das sage ich immer, wenn ich schlecht rechne. Achso, jetzt. I don't like space. Ja, yeah, but I like space. Ich war sogar in space. Space. Nein, nein. Ja, cool. There goes our micro. There goes our. Müssen die denn auch. Brauchen die ein Dings? Bin ich jetzt total doof? EBV. 2. Ich kann es auch direkt mit Stahl machen. Ich bin so ein Depp, ey. Aber erkennt er das dann? Man muss jetzt mal ein Rezept einmal so. Wäre vielleicht schlauer, das sogar einfach so zu machen, weil er dann nicht in die Verlegenheit kommt, daraus Stahl Ingots zu machen. Machen das mal anders. So, wir machen jetzt mal hier erst Redstone, Glowstone und hier packen wir unser Deuterium rein. So, 16.000 Deuterium. Pack das mal gleich wieder hier. Nee. Ja, ich hätte vielleicht ein bisschen bessere Fluid Hatches nehmen sollen. Das klebt. Das klebt vor allen Dingen. Also das passt schon mal. So. Jetzt meine Frage. Nee, siehst du, dann macht er daraus nämlich ein Stahl-Ingot. Dann macht daraus bitte Stahl-Ingots. Danke. So, wir haben gesagt, wir brauchen 40, das heißt, wir brauchen jetzt noch 39. Ich will ja erstmal nur genug für einen haben. Dann begrenzen wir es einfach jetzt mal darüber. Also das Rezept mit Stahl ist eine schlechte Idee.
bin immer irritiert, wenn die aufhören zu leuchten, wenn der Shader nicht mehr richtig funktioniert. Aber es scheint zu klappen. Scheint zu funktionieren. Ich nehme das jetzt erstmal an, dass es funktioniert. So, für so einen Microverse Simulation Chamber. Wir haben gesagt, wir brauchen diese Teile. Wir brauchen hier HV-Circuit. Das ist alles nicht so das Problem. So, wir brauchen wieder ein... Oh, jetzt geht das wieder los. Input-Hatch, Output-Hatch, Input... Ein Input-Hatch, Input- und Output-Buses. So, Hatch LV, also wir brauchen ein Input, ein Input-Hatch. Brauche ich jetzt natürlich wieder. So, wir brauchen ein Input-Hatch, wir brauchen Bus LV, wir brauchen ein Input-Bus, wir brauchen einen Output-Bus. Nee, nicht damit. Mach doch mal auf, das dafür zu nutzen. So, nee, halt. Output-Bus, was brauchen wir noch? Wir brauchen ein einmal Maintenance und einmal Machbar. Und ein Energy-Hatch, das Energy-Hatch haben wir schon. Das heißt, wir brauchen wieder LV-Motor für den Muffler. Na komm. Du bist wahrscheinlich gerade noch mit den Kabeln hier beschäftigt, ne? Ja. Ja, mach mal noch mehr Tin-Kabel. Wir können nie genug Tin-Kabel haben. Du bist noch am Arbeiten. Hast mittlerweile 22 Microversium gemacht. Sehr schön. So, und die können wir einfach so in den Assembler schmeißen. Ne, mit Setting 6. Okay. Und dann machst du Microverse Projector raus. Okay. Na gut. Arbeite mal fröhlich weiter. Das dauert ja ein Sekündchen. So, das hier brauche ich schon mal für den... Schmeißen wir schon mal hier rein für den fürs Maintenance Hatch. Oh, Maintenance Hatch. So, können wir den Muffler jetzt endlich bauen? Muffler. Yes, Muffler. So, das Energy Hatch. Und dann sind es jetzt tatsächlich nur noch die Microverse Dinger. Genug HV-Chips haben wir. Das ist auch schon mal gut. Das heißt, an sich warten wir jetzt tatsächlich nur auf das Microversium. Was? Krass, 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 krass. So, Setting 6. Das geht auch schön zügig. Traum, 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 Traum. Wir können tatsächlich ja schon mal einen Microminer bauen. Dafür brauchen wir Steel Double Play. Ich baue jetzt erstmal händisch einen. Dafür brauchen wir Brass Rod. Wir müssen ja offensichtlich Brass noch irgendwie haben. Ja, ein bisschen was haben wir noch da. Gut, wir könnten die Zeit natürlich auch einfach nutzen, um das Ganze zu... Ach komm, weißt du was? Das ist doch jetzt nicht das Ding, das einfach zu programmieren. Also, für einen Microminer Tier 1 brauchen wir... Dafür brauchen wir das Cockpit. Wir fangen mal beim Cockpit an. So, das Cockpit braucht die Circuits, wissen wir, wie die gehen. Die Sensoren brauchen Schaltplatten, wissen wir, das wir sagen. Quarzite ist eine Ressource, die wir so brauchen. Dafür brauchen wir noch die Brass Rods. Ich sage mal, dass er mal 16 auf einmal craften soll, immer. So. Dann brauchen wir dafür die Sensoren, das ist nochmal das Crafting-Rezept. Das solltest du auch wissen, wie das geht. Und dann noch die Double Plates. Das muss ich mir noch überlegen. Da muss ich wahrscheinlich noch ein extra Ding hinnehmen. So, dann.
Haben wir noch genug Platz? Nö, wir haben auch nicht mehr genug Platz. Wir brauchen noch ein Interface. Interface. Und dann brauche ich wahrscheinlich noch eine. Ich brauche wahrscheinlich noch ein zweites Interface, weil ich ja noch eine neue. Neuen Plateformer dann hier hin basteln muss. Dann könnte ich vielleicht hier vorne oder hinten auch noch ansetzen. Das ginge, glaube ich, auch noch. So, dann sollten wir natürlich wissen, wie man Brass als Alloy macht. Und zwar so. Hallo. Falsches Ding. Nochmal 16. So oft brauchen wir Brass dann ja auch nicht. Jetzt brauche ich Patterns. Na, ganz toll. So, das kommt hier rein. Das ist eine Lathe, ein Lathe-Rezept. So, das sind Crafting-Sachen. Ist das Interface schon fertig? Ja. Zack. Das war zu weit. So, und die Sachen kommen in den. Die Sachen kommen in den normalen Crafter rein. So, das heißt, wir wissen jetzt, wie wir die LV-Sensoren machen. Wissen, wie wir das machen. Dafür brauchen wir jetzt sozusagen nur noch die Double Steel Plates. Dafür brauche ich also die Double Steel Plates. Die können wir wie machen? Rezept. Die gehen nur in den Metal Bender. Das heißt, wir brauchen noch einen neuen Metal Bender. Hier ist ein Bending Machine, das ist ein bisschen verwirrend. So. Dafür brauchen wir zwei Pistons und zwei Motoren. Zwei Pistons, zwei Motoren. So. Es ist wieder dunkel geworden, ne? Haha, Moment. Nein! Moment. Das haben wir gleich. Ich muss mal den automatischen Nachtmodus ein bisschen ausschalten, wenn ich abends streame. Das ist irgendwie ungünstig. Vielleicht vor lauter Schreck das Spiel zugemacht. So. Nee. Ich brauche noch eine MV. Ach, hey. So, zwei Hals. Und dann brauche ich tatsächlich noch ein Interface. Und ich hoffe, wir haben noch alles, was wir brauchen für ein Interface. Und dann brauche ich noch Patterns. Nee, nicht die Encoded. Die ganz normalen. Haben wir das theoretisch alles Feinsilber? Wir müssten sogar alles auf Autocraft haben, ne? Ja, die Polyethylen-Sheets anscheinend nicht. So. Ach, jetzt haben wir natürlich die fürs Interface die Pistons wieder verbaut. Weil ich so ein richtiger Held bin. Wie sieht's hier aus? Ja, langsam aber sicher. So, Bending Machine. Bauen. Okay. So, dann gehen wir hier einmal runter und hoffen, dass wir hier noch rankommen. Vernünftig, ja, theoretisch. Und da brauchen wir auch Gott sei Dank keinen, wo noch das Interface ransetzen. Ich nehme jetzt mal einmal das, was ich hier. Nee, ich habe keins mehr auf Tasche, das war gelogen. Wie kam ich denn darauf, dass ich noch ein Interface auf Tasche habe? Interface, nee, nicht der Draw Controller. Interface, war schon richtig. So, Interface. Achso, da war ja was. So. Sehr gut, verbunden ist es. Du musst noch einmal von unten angeklickert werden. Das musst du eigentlich nicht, aber. So, und dann können wir ihn jetzt nämlich die. Also, nachdem ich ihm Program Circuit reingepackt habe. Ja,
Nee. Von oben. So, beim Circuit mit der 2. So, dass du Double Steel Plates machen kannst. Ja, direkt mal geschrien. Vor lauter Freude. Können wir auch direkt machen, dann muss er sich nicht mühen. Ah komm, mach mal gleich 16. Wenn schon, denn schon. So, die Basic Vending Machine, die nichts hat. So, das heißt, theoretisch müsste ich jetzt das Cockpit von so einem Microminer schon craften können. Ne? Das haben wir automatisiert. Das haben wir alles automatisiert. So. Dann müssen wir noch LV4 Generator machen. Ach scheiße, da war ja was, die Manganphosphid-Kabel, die habe ich ganz vergessen. Ach, herrje. Vierfach Manganphosphid-Kabel, so. Aus einfachem Kabel und VH. Das ist auf jeden Fall ein Alloy-Smelt. Ne, ist kein Alloy-Smelt-Rezept. Och, das ist so eins. Och, es ist ein Mixer-Rezept. Oh Gott. Ist einfach Phosphor und Mangan. Okay, das ist ja jetzt erstmal nicht so schlimm, aber ich habe weder Mangan noch habe ich Phosphor. Oh nein. Kann doch jetzt nicht sein, dass es daran jetzt scheitert, oder was? Ist das ätzend. So fertig? Du bist fertig. Gut. Kann doch nicht sein, dass wir jetzt da nicht weiterkommen, nur weil wir kein scheiß Mangan und kein scheiß Phosphor haben. Ah. So, jetzt müssen wir den Controller noch bauen. Controller. Die Dinger. Und dann brauchen wir jetzt noch diesen Diamantblock. Diamant, und der musste wie gechiselt sein? Den mussten wir noch irgendwie chiseln. Chisel meine Diamantblöcke sonst eher selten. Black Space, Purple Space? War das Purple Space? Ich glaube, es war Purple Space, ne? Wir werden es ja sehen. Ah, hier. So. Ach, das Grating habe ich vergessen. Och, er will natürlich einen MV Input Hatch haben und einen HV Output Bus. Uff. Das Input Hatch soll MV sein. Ja, Output Bus soll HV sein. Das Spiel hat ja Vorstellungen, so HV Output Bus und MV halt. MV Input Hatch. Nee, das ist ein Output Hatch. Dafür brauchen wir noch ein MV. So ein Ding. Ach. Ja, das habe ich mir so einfach gedacht. Oh, das ärgert mich jetzt ja, dass es ausgerechnet an Mangan und Phosphat jetzt scheitert, ne? Also mal ganz abgesehen davon, dass ich es natürlich jetzt auch nicht automatisieren kann. Das ist die andere Sache. Aber trotzdem, ätzend. So, das. Und dann müssen wir noch dieses komische Grate machen jetzt, ne? Ja, Grate Machine. Hoffe, das ist jetzt nichts Ätzendes. Nee. Einmal Iron Bars, die sind einfach. Dann noch einen ollen Motor und eine Steel Frame Box. War jetzt einfach mal so. Sogar zwei von. Nur ein. Jetzt haben wir alles, ne? Ja, wir haben alles. Yes. So, den klebe ich jetzt erstmal hier hinten hin. Weil nach dem Prinzip, ich bin zu faul, Kabel zu ziehen. So. Hab hier irgendwie noch Feedproof Invercases rumzufliegen. So, wie baut man den auf? Jetzt muss ich nochmal schauen. Also, das muss ganz unten. Ach, das Tempered Glas haben wir nicht. Das muss ich gleich, da habe ich glaube ich nicht mehr genug von. So, einmal zap.
So, und die ganzen Inputs hat er, das hat er alles hinten. Muss das da sein? Ich hoffe nicht. Den Input Hatch. Guck mal, ob das vielleicht auch funktioniert, wenn wir das einfach alles nach außen machen. So. Meistens sind die ja relativ flexibel Dinger. So, dann haben wir hier noch den Muffler. Den haben wir jetzt mal da. Das ist meistens relativ spezifisch. So, und das müsste ja eigentlich alles sein, ne? So, die Great, das Great Machine Casing kommt definitiv hier hin. Und dann kommt hier noch der Block of Diamond hin. So, und dann brauchen wir jetzt noch, was habe ich gerade gesagt? Tempered. Oh, wir haben noch genau drei. Oh, ist das göttlich. Zwei. Drei. So, und jetzt bin ich ja gespannt, ob das funktioniert. Ich habe die Befürchtung, dass die relativ speziell, relativ... Nein, es funktioniert. Ja, geil. Ja, geil. Was ist das hier? Das ist... Vierfachkabel. Habe ich noch... Nee, falsch. Ich habe noch ein Vierfachkabel. Machen wir das da jetzt mal ran. So, das heißt, theoretisch ist das Einzige, was uns jetzt daran hindert, so einen ollen Microminer zu bauen... ist tatsächlich das blöde Manganphosphid, ne? Naja gut, und den ganzen Rest müssten wir auch noch basteln. So, ganz, ganz so stimmt das jetzt auch nicht. Basic Combustion Generator, muss ich mal gucken, was ich davon automatisiert habe. Also es ist doch noch ein bisschen Automatisierung vor uns. Na gut, na gut, na gut. Dann würde ich aber sagen, tatsächlich, die Automatisierung von unserem schicken neuen Microminer oder Microminer Simulator, die machen wir dann beim nächsten Mal. Würde ich vorschlagen. Dann bin ich hoffentlich ein bisschen, habe ich hoffentlich noch ein bisschen mehr Energie dafür. Weil wir tatsächlich dann, glaube ich, noch sowas wie Zahnräder, also eine automatische Zahnradformung basteln müssen für die Dinger. Die Teile brauchen auch noch ein bisschen Automatisierung. Vor allen Dingen müssen wir das dann automatisieren und Conductive Iron kennt er auch noch nicht. Microminer sind billig, also die Laser. Und halt, wir müssen uns irgendwie um dieses Manganphosphid kümmern. Das wird nochmal ein bisschen ätzend. Das heißt, dann würde ich sagen, dann, achso, warte mal. Was machen wir jetzt noch? Sonst kann ich heute Nacht nicht schlafen. So, du brauchst aber bestimmt hier noch, Mallet und Hardhammer und Crow. Nee, das ist eine Axt. Das ist kein Hardhammer, das ist eine Axt. Oh. So. Noch was? Maintenance Problems? Brauchst du eine Wrench. Von allen Sachen brauchst du eine Wrench. Wahrscheinlich, weil ich meine mal wieder irgendwo liegen lassen habe. Jetzt die. So. Fertig. Geil. Mega, dass das geklappt hat. Doch, tatsächlich gar nicht. So teuer sind diese Casings tatsächlich gar nicht. Da war ich ein bisschen, habe ich ein bisschen Angst vor gehabt. Guti, das heißt, wir sehen uns dann im nächsten Stream, wo wir dann endlich unseren ersten Microminer aufbauen und dann haben wir unseren ersten Microminer und dann können wir unseren verdammten ersten Microminer starten und ich freue mich drauf, ich bin ein bisschen gehypt. Das heißt, wir sehen uns im nächsten Stream, lasst doch gerne ein Follow oder sogar ein Abo da, wenn es euch gefällt, dann bekommt ihr natürlich auch mit, wann ich wieder streame und ich wünsche euch noch einen tollen Start ins Wochenende, genießt das Wochenende, lasst euch nicht ärgern. Bleibt schön gesund und bis dahin, euer Mad Medicine Man.